Willkommen auf Omega. Sie sind neu hier, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Erlauben Sie mir... Oh, hallo Moklen. Ich wollte gerade... Abgang wartet. Sofort. Natürlich, Moklen. Was immer sie verlangt. Verdammte Aasgeier. Willkommen auf Omega, Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Natürlich. Wir haben Sie auf dem Schirm, seit Sie in den Terminus-Systemen sind. Sie sind nicht ganz so raffiniert, wie Sie glauben. Aria will wissen, was einen toten Spectre nach Omega führt. Sie sollten umgehend ins Afterlife gehen und Ihre Aufwartung machen. Ich rede mit Ihrem Boss, wenn ich es für richtig halte. Dann sollten Sie es sofort für richtig halten. Niemand lässt Aria warten. Afterlife, sofort. Ich empfange Quarantänewarnungen aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Bitte, Sie müssen mir helfen. Wer hat Ihnen erlaubt zu reden, Blödmann? Sind Sie Said Massani? Ja, das bin ich. Sie müssen Commander Shepard sein. Wie ich höre, müssen wir eine Galaxie retten. Ich nehme an, man hat Sie informiert. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Cerberus hat mir alles geschickt, was ich wissen muss. Schön, Sie bei uns zu haben, Said. Wir haben noch viel zu tun. Das hat man mir gesagt. Der Unbekannte hat Ihnen vermutlich von unserem Arrangement erzählt. Was für ein Arrangement? Ich habe vor einer Weile eine Mission angenommen, kurz bevor ich bei Cerberus angefangen habe. Ich dachte, Sie hätten vielleicht Interesse. Haben Sie schon einmal von Vido Santiago gehört? Er ist der Anführer der Blue Suns, leitet die ganze Organisation. Anscheinend hat er kürzlich eine Elpfel Ashland-Raffinerie auf Zoria eingenommen und missbraucht die Arbeiter als Sklaven. Das Unternehmen will der Sache ein Ende setzen. Ich sorge dafür, dass wir das erledigen. Gut. Wenn wir das aus dem Weg haben, können wir uns darauf konzentrieren, den Helden zu spielen. Ich schalte das Ding lieber ab, bevor es anfängt zu stinken. Wenn Sie das nächste Mal bereit sind, jemanden zu töten, bin ich auch startklar. Das ist nah genug. Stehen Sie still! Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind sauber. Kommt auf die Fragen an. Sie herrschen über Omega? Ich bin Omega. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin. Oder Königin wird sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Omega hat keinen offiziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel. Leg dich nicht mit Aria an. Gefällt mir. Kann man sich leicht merken. Wenn sie es vergessen, wird jemand sie daran erinnern. Und dann werfe ich ihren Arsch aus der nächsten Luftschleuse. Also, was kann ich für Sie tun? Professor Morden Solus? Kein Einheimischer, zu gut bewaffnet für Flüchtlinge, keine Söldneruniform, Quarantäne besteht immer noch. Aus anderem Grund hier, Roger, Beseitigung, unwahrscheinlich. Roger nur Symptom, nicht Ursache. Die Seuche, Untersuchung möglicher Biowaffe, nein, zu viele Waffen, zu wenig Gerätschaften zur Datensammlung. Soldaten.
keine Wissenschaftler. Gedungene Mörder vielleicht. Auf der Suche nach... Nur die Ruhe, Mordin. Ich bin Commander Shepard und ich habe nach Ihnen gesucht. Ich bin mit einer sehr wichtigen Mission betraut und brauche Ihre Hilfe. Mission? Was für eine Mission? Nein, zu beschäftigt. Klinik unterbesetzt. Seuche breitet sich zu schnell aus. Wer schickt sie? Eine geheime und privat finanzierte Gruppierung der Menschen. Ihr wegen Seuche? Befällt Menschen nicht. Interesse hat mit Menschen zu tun. Nur wenige Menschengruppen kennen mich. Ausrüstung stammt vermutlich vom Militär, kein Allianzstandard. Spectre sind nicht menschlich. Korkenland ist zu instabil. Es gibt nur eine Option. Cerberus schickt sie. Unerwartet. Sie sind sehr gut informiert. Woher kennt ein salarianischer Wissenschaftler Cerberus? Wege haben sie schon gekreuzt. Dachte, sie arbeiten nur mit Menschen zusammen. Wozu Anforderungen von Hilfe durch Salarianer? Die Kollektoren entführen ganze Menschenpopulationen. Wir werden den Grund dafür herausfinden und sie aufhalten. Kollektoren? Interessant. Solche in den Slums wurde künstlich hergestellt. Kollektoren eine der wenigen Gruppen mit dazu nötiger Technologie. Haben vielleicht ähnliche Ziele. Aber muss erst solche aufhalten. Habe bereits Heilmittel. Muss es verteilen über Umweltkontrollzentrum. Wird von Vorcher bewacht. Müssen ausgeschaltet werden. Ich übernehme das und kümmere mich um die Vorcher. Das klang beunruhigend. Die Vorcher haben die Umweltsysteme abgeschaltet. Sie wollen alle töten. Wieder einschalten, unbedingt notwendig. Sonst erstickt der ganze Bezirk. Hier, nehmen Sie Heilmittel für Seuche. Dazu als Vertrauensbonus Waffe von toten Söldnern der Blue Suns. Könnte sich gegen Vorcher als praktisch erweisen. Eines noch. Daniel, einer meiner Assistenten. Er ging ins Revier der Vorcher, um nach Opfern zu suchen. Ist nicht zurückgekommen. Wenn ich ihn sehe, tue ich mein Möglichstes, um ihm zu helfen. Danke. Sagte ihm, er soll nicht gehen. Aber er ist klug. Hat eine große Zukunft. Es ist höchste Zeit. Die Batterien auf diesen Tanks warten nicht, während Sie mit diesen dämlichen Söldnern spielen. Ich nehme an, Sie sind Okia? Sie wirken auf mich weder wie ein Gefangener, noch wie jemand, der sich über meine Ankunft freut. Sie mögen behaupten, hier Hilfe leisten zu wollen. Aber der bis vor kurzem verstorbene Shepard ist kein Vorzeichen sanfter Veränderung. Überrascht? Alle Kroganer kennen Sie. Rana hat Sie mit Sicherheit bereits an Ihre Aktion auf Wörmeier erinnert. Sie sind sicher begierig darauf, das Ganze nochmal zu erzählen. Was für eine Geschichte. Saren, ein Abtrünniger der Spectres, droht damit, die Genophage zu heilen. Was zur Rückkehr der Kroganer-Horde führen und den sanften Genozid der Turianer und Salarianer beenden würde. Aber bevor Saren seine gewaltigen Truppen losschicken kann, kommt Shepard angeritten und feiert im nuklearen Feuer den Sieg. Der Teil gefällt mir besonders. So bedeutsam. Ich hatte nicht viel Spielraum für Raffinesse. Hätte es eine andere Lösung gegeben, hätte ich sie in Erwägung gezogen. Ich stimme Ihnen zu. Sarens blasse Horde war zudem nicht wirklich kroganisch. Zahlen allein sind bedeutungslos. Der Fehler eines Außenseiters, den auch diese Söldner begangen haben. Ich habe Ihrer Anführerin meine Abfallprodukte für Ihre Armee gegeben. Aber jetzt wird sie ungeduldig. Es ist Zeit, dass Sie mich von hier wegbringen. Was ist das für ein Chaos, Joker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 km/h. Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Es sendet kein FFS. Das Ladar identifiziert es als Geth. Dann ist ja klar, warum das Team sich nicht mehr gemeldet hat. Was ist da passiert? Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Im Auge des Hurricanes, was? Hier spricht Tali Zorabas Nemana Raya. Er bitte Andock-Erlaubnis an die Raya. Laut unserem System gehört Ihr Schiff zu Cerberus. Identifizieren Sie sich. Nach langer Zeit unter den Sternen, durch die Zeiten des Lichts und Schwärme von Staub, kehre ich zu meinen Anfängen zurück. Erlaubnis erteilt. Willkommen daheim, Talisora. Wir brauchen ein Team für Sicherheit und Quarantäne. Unser Schiff ist nicht sauber. Verstanden. Steuern Sie die externe Dockingstation 17 an.
Captain Shepard? Tali Sora hat mir viel von Ihnen erzählt. Ich wünschte, wir würden uns unter angenehmeren Umständen kennenlernen. Tali hat der Crew der Normandy in vielen brenzligen Situationen beigestanden. Ich bin hier, um nun einmal ihr zu helfen. Ich verstehe. Als Commander des Schiffes, auf dem sie dient, hat ihre Stimme einiges Gewicht. Ich wünschte, ich könnte mehr für sie tun, Tali. Der Prozess verlangt, dass ich offiziell neutral bleibe, aber ich bin da, wenn Sie reden wollen. Sie werden beschuldigt, aktive Geth als Teil eines Geheimprojekts in die Flotte gebracht zu haben. Das ist verrückt. Ich habe nie aktive Geth an Bord gebracht. Ich habe nur Einzelteile geschickt. Das klären wir später, Tali. Wie sieht unser nächster Schritt aus, Captain? Ich habe den Befehl, Tali Sora bis zur Anhörung in Arrest zu nehmen. Also, Tali, Sie müssen bis zum Ende des Prozesses an Bord dieses Schiffes bleiben. Danke, Captain. Die Vorbereitungen haben direkt nach Ihrer Ankunft begonnen. Die Anhörung findet auf dem Gartenplatz statt. Viel Glück. Tali Sora was Normandy. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich hätte es nicht mehr lange hinauszögern können. Tante Ran! Shepard was Normandy? Das ist Admiral Shala Ran was Tonbay. Sie ist eine Freundin meines Vaters. Moment. Ran, du hast was Normandy gesagt. Ja, das habe ich, Tali. Der Admiralitätsrat hat beschlossen, dich unter diesem Namen anzuklagen, weil du nicht mehr auf der Nima Dienst tust. Auf einem Schiff der Menschen zu dienen, ist vermutlich eher ein schlechtes Zeichen. Sie haben mir meinen Schiffsnamen genommen. Da hätten Sie mich auch gleich verstoßen können. Es ist noch nicht vorbei, Tali. Du hast Freunde, die dich immer noch als Tali Sora was Nima betrachten, egal wie sie dich offiziell nennen müssen. Wir sollten anfangen. Hat Tali einen Verteidiger? Jemanden, der sie vertritt? Ja, das hat sie, Captain Shepard. Sie gehört jetzt zu ihrer Crew, sogar offiziell nach quarianischem Recht. Und ein angeklagtes Crewmitglied wird immer vom Captain seines Schiffes vertreten. Also, würden Sie tatsächlich meine Verteidigung übernehmen? Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Ihnen zu helfen, Tali. Danke, Shepard. Eine bessere Vertreterin hätte ich mir nicht wünschen können. Unsere Regeln vor Gericht sind simpel. Um Fallstricke oder politische Schlupflöcher müssen Sie sich keine Gedanken machen. Stellen Sie die Wahrheit dar, so gut Sie können. Das muss genügen. Kommen Sie jetzt. Ich habe versprochen, Sie nicht aufzuhalten. Dieses Konzil ist nun bereit. Gesegnet seien die Vorfahren, die uns am Leben gehalten und somit ermöglicht haben, dass wir heute existieren. Kela Selai. Sie sind doch Commander Shepard. Ich habe Ihre, Sie würden es vermutlich Aura nennen, gesehen. Ich würde Sie überall erkennen. Ich soll Ihnen eine Nachricht überbringen, falls ich Sie sehe. Von einer Freundin, die Sie auf Noveria gewonnen haben. Wie lautet denn die Nachricht? Shepard, wir sind versteckt. Wir graben. Wir bauen. Aber wir wissen, dass Sie jene suchen, die die Lieder unserer Mütter zum Verklingen brachten. Wenn die Zeit kommt, wird unsere Stimme sich mit der ihren verbinden und unser Crescendo wird die Dunkelheit mit reinigendem Feuer überziehen. Danke, Shepard. Die Rachni werden wieder singen.